Willkommen zurück zu Mario Kart Tours. Ja, ich habe offscreen ein bisschen weitergemacht, weil ich habe versucht, im knochentrocken Cup ein bisschen weiter nach oben zu kommen, auf Platz 1, aber hat leider nicht geklappt. Ich habe ein paar Missionen dafür auch geschafft, aber leider keine mit Rubinen. Und ja, gucken wir mal, was heute im Shop ist. König Buhu wäre echt nice. Ja. Haben wir aber nicht. Und heute geht es weiter mit dem Waluigi Cup. Und ich bin ausreichend draufgekommen und habe dann dieses Bild gesehen und dachte mir so, ich will es am besten noch am selben Tag aufnehmen, aber habe ich nicht. Erstmal nehmen wir das Geschenk an. Drei Itemboxen und dem Fallschirm. Aber fangen wir mit Waluigi's Flipperdich an und ich liebe den Waluigi's Flipperdich. Und nehmen Baby Mario, das Yoshi-Kart und diesen Gleiter. Ich liebe diese Strecke und die sieht einfach so schön aus. Oh, hier kriegt man sogar Plätze. Oh, dieser Soundtrack ist auch so cool gemacht. Aber hier habe ich auch schon eine Mario Kart DS gesagt, dass ich diese Strecke unheimlich gerne feiere. Und es wäre toll, wenn ich jetzt auch mal wieder nach oben kommen würde. Ich weiß ja nicht, würde sich anbieten. Komm, jemand muss auch in die Bombe rein. So geht's auch. Wie haben die es hier gemacht? Oh, es sieht einfach fast identisch aus. Ja, ich bin zu blöd. Aber bin Erster, das ist doch nice. Jetzt kriegen wir ordentlich Bonuspunkte. Danke. Und wir fliegen weiter. Aber ich denke, die wollen jetzt schon unmenschlich viele Punkte haben. Und ich denke nicht, dass ich die so erreichen werde. Machen wir weiter. Nein. Ah, 2200 Punkte. Ja, das ist jetzt nicht über die Welt. Und 3000 extra Punkte, also die wollen bestimmt mehr als 5000. Eieiei, das wird bestimmt heißen, wir dürfen die Strecke nochmal machen. Oh mein Gott. Die hat uns fast überholt. 5300? Ich bin mir echt nicht sicher. Ach, Evie. Weiter geht's mit Luigis Menschen rückwärts. Und ja. Nehmen wir die Peach dann. Ja. Yoshi Kart und den Regenschirm. An den Regenschirm war das, was wir eben bekommen haben. Ach, keine Ahnung. Und den schönen Peach-Gleiter. Oh, Luigi's Mansion rückwärts, wie ist denn das?
Okay, wir sind hier nämlich direkt am Schlamm. Wir haben jetzt denn das Sprungschanze gemacht. Kommt man denn überhaupt an die dran? Anscheinend nicht. Und Betrug ist am Start. Aber rückwärts hier reinzufahren sieht auch echt nice aus. Ernsthaft? Noch einen scheiß Blitz reinbekommen? Und oh, man springt hier raus. Und das war eine nice Serienkombo. Und Betrug am Start. Und nice. Wir sind wieder auf dem ersten Platz und kriegen ordentlich Punkte. Also ja, mittlerweile sieht es bestimmt wieder so aus, dass wir es schaffen könnten. Ich gehe mal stark davon aus. Und wenn wir noch mehr Münzen bekommen, sowieso, weil das ja wieder mal extra Punkte sind. So, jetzt fliegen wir. Jetzt sind wir nach hinten. Und das sind auf jeden Fall schon mal 6000 Punkte und ja, das sollte reichen. 6300, also. Das sollte wieder ein easy win sein. Ach, 4500. Weiter geht's mit Marios Piste. Okay, dann haben wir wieder Peach, den Yoshi Kart und denselben Gleiter. Also dieselbe Konstellation so wie eben. Ich finde das mit den Kirschblüten Bäumen, das sieht echt schön aus. Bam! 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 Oh, zu spät. Ja, das sieht man auch an den Punkten. Das war eine Strecke, wo man ja doch noch echt einfach Punkte holen konnte. Komm, treff irgendjemanden. Ah, sieht schlecht aus. Haben wir ihn da offen? Nein. Bonuspunkte. Mit einem 19er Kombo, oh mein Gott. Mach nur 15 Punkte extra. Wow. Da hatte jemand mit einer Green Shell 100er Prezis, alles klar. Valuigi geht nach dem Markt, genau wie Königbuch, ist das Königbuch oder ist das? Ah, welcher von den beiden ist jetzt Königbuch? Der mit der normalen Krone oder der mit der. Ah, wie hieß das nochmal? Lüthis Menschen 2 mit dem Splitterkristall der Nacht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, wir sollten das auch wieder mit 5 Sterne abgeschlossen haben. Müssten wir eigentlich gleich mal gucken, weil wir haben ja der hier, der auf dem 4. Platz. Ist das jetzt King Buu oder ist das
Buhu oder ist das, ich weiß nicht was. Wie wollen die es unterscheiden? Ich habe keine Ahnung. Und das waren nur 4600 verlangt. Nice. Itemboxenbruch. Mit Daisy auf Daisyhausen, also Baby Daisy. Und ich hasse diese Mission, weil man hier schnell sein muss. Ja, und so verpasst man Items. Und so verpasst man Items. Na, die Mission ist schwer. Aber dafür haben wir die Flugpassage ganz schön gemacht. Kriegen vielleicht hier noch einen mit. Und die Reihe muss auch noch mitbekommen werden. Ah, wenn die jetzt 20 wollen. Bitte 15, bitte 15, bitte 15, gell? Ah, die wollen bestimmt 20, die wollen bestimmt 20. Manometer. Aber glaub mir, ein göttlicher Segen ist, da wir diese Itembox öffnen können, können wir heute pullen. Sternentickets. Mach doch weg. Hallo? 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 Ich starte das Spiel eben nochmal neu. Bis gleich. So, da bin ich aber auch schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was das eben war. Warum ich das nicht mehr wegdrücken konnte oder sonst was. Und das wollten wir doch noch nicht wissen. Ah. Egal, wir pullen jetzt einmal und bekommen eine grüne Röhre mit. Ich mache die Augen zu. Das hat sich komisch angehört, wie bekommen Mineroy. Da hätte ich mir das Ganze hier auch sparen können. Komm, diesmal machen wir es besser. Das war auf jeden Fall schon mal nice. Das nicht. Ja, ich weiß, ich könnte auch die Steuerung in eine leichte Steuerung machen, aber ja, wenn man sich die Schwierigkeit rausnimmt, macht das auch keinen Spaß mehr. Ja, komm. Ja, nice. Bis jetzt haben wir alles mitgenommen. Benommen. Okay, eins nicht. Ne, zwei haben wir jetzt nicht. Ja, 26 haben die drin. Ach, das war nur easy. Jetzt haben wir auch den letzten Stern. Und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Mario Kart Tours. Bis denne, ciao und haut rein.